Deswegen ist halt so lächerlich, wie wenig Geld man dafür kriegt. 100, was? 70.000? Wie viel? Ich hab so viel Geld da reingeballert. Als Knarrer. Nee, lohnt nicht. Grüß dich, Björn. Geschmackssache, ob du bisschen weiter schießen willst oder nicht. Naja, ich schieße mit der Shotgun aber nie ein bisschen weiter. Was ist denn nah und fern? Also Shotgun ist für mich 5 Meter Radius. Und dann knatter ich die Leute halt um, ne? Das ist halt immer so, schwierig. Eine Shotgun bleibt immer noch eine Shotgun, finde ich. Warum habe ich denn eigentlich immer noch hier die MP-Munition? Die kann ich doch eigentlich mal verkloppen. Willkommen. Ich spiele doch eh keiner. Für dich, Partner. Eine Freude, stirb mir da. Brauch halt die Inventarplätze halt, ne? Ich spiele eigentlich sowieso hauptsächlich Bolzenwerfer, weil ich die Munition ja wieder aufheben kann. Und suche nach einer mutigen Seele, dieses Monster von einem Ritter beseitigt. Was sei gewahrt, ist viel stärker als die anderen, hat einen unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt. Im Mausoleum. Ach ja, da war ja auch nur ein Ritter, ne? Ist klar, ist klar, ist klar. Ach da. Hallo, der ungalante Ritter. Mhm. Wo ist denn... Ich gehe jetzt erstmal hier runter, oder? Da war es schon warm. Da weiß ich ja, worauf es ankommt. Alter, ist das dunkel hier. Außerdem kommen hier noch ein paar Vasen, ne? Gibt es noch ein bisschen Munition und so. Mega. Ich hätte mich auch nie umstellen können, dass ich mit E ducken muss. Ratte! Arm Ratten! Oh. Na Pop, viele Vasen. Ja, viele Vasen sind bei den Rittern unten. Nein, nichts hier runter. Schön, schön. Die sind jetzt alle noch alive, ne? Wahrscheinlich. Wäre blöd, wenn nicht so, ne? Ja, hier steht kein Ritter mehr. Das heißt, alle, die Ashley geweckt hat, rennen jetzt hier irgendwo rum, ne? Schöne Sache. Wird ja wieder ein Run des Todes hier. Darunter geht's ins Mausoleum. Gehen erstmal in die Bibliothek. Das war hier lang, ne? Ja. Das Ding ist, ich renne auch nicht weg, ich schleiche auch nicht. Ich bin eher der Typ, der ballert, ne? Und ich bin ein Fan davon, wenn alles halbwegs sauber ist. Jetzt ist natürlich das Ding, dass ich bei den Kollegen nur mit Pistolenmunition weiterkomme, mindestens, weil die natürlich eine Rüstung anhaben. Jetzt her. Ich sehe dich. Habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Muss ich den messern oder was? Das hasse ich wie die Pest, ne? Ich komme eine halbe Sekunde zu spät und dann kannst du sie nicht finishen. Aus dem Weg!
Du musst ihn auch erstmal den Helm runterschlagen. Damit du sie überhaupt fertig machen kannst. Oh. Ah, diese Ruhe. Ah. Gut. Soweit so gut. Sammelst du Collectors, Collectors Editions? Nee. Ich habe schon ewig keine Disc mehr gekauft, wenn ich ehrlich bin. Die letzte Disc, die ich gekauft habe. Oh, da müsste ich jetzt echt mal lügen. Also ich könnte mich umdrehen und mal nachgucken. Ich habe natürlich die gekauft, wo man sie noch kaufen musste. Aber jetzt ist quasi fast alles digital, was ich habe. Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber es ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer. So, ja. Ja, also nee, mache ich nicht. Also könnte man, aber ich habe noch eine original eingeschweißte Half-Life. Och, wiss ich. Half-Life 2 CD, glaube ich, im Schrank. Ja, schön. Noch eine Waffe, die ich pimpen kann. Packen wir mal auf die 1, weil ich eh keine Munition habe. Oh, richtiges FPS-Dingens da auch, ne? Schön. Kannst du nicht mit den Bolzen auf die Weichteile schießen? Wahrscheinlich geht das schon, aber als ich die letzten Male das probiert habe, waren dann die Bolzen weg. Also wenn ich halt daneben schieße und die Rüstung treffe, dann gehen die, glaube ich, einfach kaputt. Ich kann es mal gerne probieren. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht, dass das klappt. Kam ich da hoch? Ja, dann gehen wir nochmal kurz hoch. Und dann geht's runter ins Mausoleum. Geil. Mal hart abspeichern auch. So, das hat ja alles Ashley aufgemacht. Okay. Wait. Ist es falsch? Der gute alte Goldlux, jetzt haben wir. Da kommen auch wieder Edelsteine rein. Okay. So. Speichern. Digital bin ich nicht so der Fan von. Ich habe hier was in der Hand, aber das sieht anders. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Also. Zu Sammlerzwecken, also zum Sammeln, ja, das hat die Frage, ob das dann wirklich Sinn macht, das zu sammeln, weil ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Wertsteigerung hat, irgendwann mal. Also ich habe actually in meinem Rechner auch gar kein Laufwerk mehr. Also ich müsste mir, wenn dann ein externes USB-Laufwerk noch zulegen. Ein externes USB, ja eigentlich schon, also ein externes DVD-Laufwerk als USB. Mein alter Rechner, der jetzt im Wohnzimmer steht, mit dem ich vielleicht dann irgendwann mal VR-Gameplays auch mache, der hat noch ein Laufwerk drinne. Aber ja. Also ich bin auch nicht so der optimale Fan von digitalen Sachen, weil wenn halt die Plattform abscheißt oder so, Internet ist down oder irgendeine Kacke, also eher selten. Da hast halt nichts in der Hand, wie du schon gesagt hast, ne? Das ist auch einen gewissen Sammel,
Also beziehungsweise was halt was da einfach. Meine Konsole, meine PlayStation 5 ist auch keine Digitalkonsole, die hat auch noch ein Laufwerk. Aber auch weil die PlayStation einfach scheiße bei Installationen ist. Das hat sich von der 4 zu 5 nicht geändert. Ja. Hinten steht die Sau. Den müssen wir jetzt umlanzen, sagen sie, ja. Reicht auch nicht einer. Sind jetzt drei oder was? Okay, Zeit für einen Tritt in den Blecharsch, Jungs. Das wird laut. Kümmern uns erstmal um die Kacklappen drumrum, hoffe ich. So der Plan. Ist klar. Okay. Spannend, wenn man nicht da trifft, wo man hinzielt. Das finde ich immer sehr cool. Das hat zumindest den gefällt. So, für den nehmen wir uns mal größeres Kaliber. Okay, den muss ich wohl hinten auf die Murmel schießen. Also Range hat der auch. Cool. Sag mal, wie soll ich denn dich von hinten treffen? Du bist genauso hässlich wie die anderen auch, ne? Wahnsinn. Nimm doch halt auch mal die Arme runter. War jetzt auch nicht so schwierig. Man hätte ihn halt nur mal eher von hinten treffen können auch. Ne? Das wäre dann schon von Vorteil gewesen. PS5 wäre mal was Feines, warte noch auf die neue Version Slim Pro. Die sie schon seit Ewigkeiten angekündigt haben. Also was heißt seit Ewigkeiten? Wenn man danach geht, erst war das Ding ja nicht verfügbar. Ich hatte Glück, dass ich hier im lokalen Store bei uns eine gekriegt habe. Bin ich ehrlich. Also es war alles andere als geplant. Das war einfach Luck. Da war noch genau eine da. Die war noch nicht reserviert. Also habe ich die reserviert. Die kam dann ein paar Tage später und ich habe meine Pro abgegeben gegen eine 5 und habe nochmal 200 Euro draufgezahlt. Ironisch, weil ich halt selber keine Konsole großartig spiele. Ben hat sogar jetzt meine Freundin ein bisschen mehr gezockt als ich. Ja. Dies ist die Wahrheit. Days Gone habe ich zum Beispiel auch mit Maus und Tastatur gespielt. Da habe ich dann hier die PlayStation an den Rechner angeschlossen. Und habe darüber gestreamt und habe dann, das war echt eine Umstellung vor dem Herrn, ne? Also 30 FPS spielen bin ich nur gar nicht gewohnt. Ja. So, muss ich mich jetzt auch hier durchschleichen oder kann ich die... Mir wäre ja wohler, wenn ich die einfach umbringe, aber ich glaube, die kann man nicht so einfach umleuchten. Kann nicht durch. Warum komme ich denn hier nicht durch? So, weil es so eh nichts mehr zu holen gibt, ne? Na gut. Dann packen wir mal hier noch den Rubin rein. Warte mal, die... Edelsteine einsetzen. Dann nehmen wir mal den. Zack. Geil. Ach, wenn man sich... Man fühlt sich immer so reich und dann hat man einfach gar nichts.
Schlaf mal wieder zu deiner zauberhaften Stimme ein. Schlaf gut, Belmer. Danke, dass du da warst. Danke für den Support. Schlafen Sie gut. Ist ja auch schon wieder um 11. Wahnsinn, ey. Eigentlich der Balkon noch offen? Ich glaube, der Balkon ist noch offen, aber eine Katze liegt hier auf meinem Rechner und die andere könnte draußen sein. Oh, das ist dem bestimmt kalt. So. Muss ich jetzt den. Kann ich jetzt hier rüberlaufen? Großer. Ach, ich kann einfach gerade durchlaufen, ne? Hier runterspringen kann ich ja nicht. Oh, noch eine Ratte, by the way. Die ich noch nicht erwischt habe. Im Speisesaal hatte ich schon erledigt, ne? Meine Frage ist jetzt, was schießen die für eine Munition? Die schießt doch bestimmt Magnum-Munition, oder? Nee. Ach du Kacke. Oh, das ist gefährlich, Daniel. Lad nach, Leon. Lad nach. Lad schnell nach, Leon. Nö, ach. Wusste auch nicht. Scheiß Ungeziefer. Die platzen auch noch. Super, jetzt muss ich mich ja heilen, weil die ganze Zeit sonst so rumstolpert. Jetzt habe ich schon wieder da oben irgendwelche Bolzen geschossen, wenn ich rankomme. Oder? Ey? Habe ich echt getroffen? Ist ja spannend. Wie viel grüne Gesundheit brauche ich überhaupt, ein grünes und ein rotes? Wenn ich ein grünes und ein rotes nehme und hier beim HP, ne, von meinem HP war hier unten, dann hat er trotzdem komplett aufgefüllt und wahrscheinlich noch mehr, wenn ich noch Platz hätte. Deswegen finde ich das immer so verschwenderisch. Stimmt das eigentlich wirklich, dass man diese grüne nochmal erweitern könnte? Wenn ich zwei Grüne mitnehme, könnte ich dann nochmal irgendwas anderes draufschrauben. Das hat mir ja letztes Mal einer gesagt. Peseten, Peseten. Nimm's Gewehr. Ironie, bestimmt MP-Munition. Ja, also das würde mich jetzt nicht wundern, wenn die MP-Munition schießt. Also das wäre halt. Das nur echt. Weil ich die vorher 30 Schuss verkauft habe, wäre das geil. Ja, ich kann dann drei Grüne draus machen. Toll. Mir auch nichts. Dies bringt mir auch nichts. Scheiße. Ja, die Tür ist jetzt zu, oder was? So, hier geht's ja weiter. Bitte sag mir, dass ich irgendwann nochmal da unten rankomme. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das waren 4 Schuss für umsonst, Daniel. Hättest du mal gewartet, bist du da wieder? Naja, egal, scheiß drauf. Die Tür ist auch zu. Nee. Geht einfach nur nicht durch. Oh, ich war so erschöpft, ich muss mich erstmal an der Tür festhalten. Oh, Heilspray. Wie ironisch, dass ich gerade Heilung hergestellt habe aus Kräutern.